der wichtigste Tagesordnungspunkt der jüngsten Stadtratssitzung war der über die Entwicklung des Schlachthofareals. Ganz Stadtfeld hatte in den vergangenen Wochen darüber diskutiert. Doch bis der Schlachthof an der Reihe war, ging es noch um einige andere Drucksachen, zum Beispiel um die Bördelandhalle. Sie soll nach dem Willen der Verwaltung und mehrheitlichem Beschluss des Stadtrates demnächst für vorerst 5 Jahre vermutlich in GTEC-Arena umbenannt werden. 5 Räte, vornehmlich der Linken, votierten dagegen, 6 enthielten sich. Ein Änderungsantrag der Linken, den noch auszuhandelnden Vertrag mit dem Energiedienstleister, der bereits als Sponsor der SCM-Handballer bekannt ist, dem Rat vorzulegen, wurde abgelehnt. Natürlich lässt sich die Stadt die Umbenennung bezahlen, ein in Deutschland immer mehr übliches Verfahren. Nach Volksstimmeinformationen soll der Preis zwischen 100.000 und 200.000 Euro pro Jahr liegen, wahrscheinlich in der Mitte. Das Geld soll nach Aussage vom Kultur- und Sportbeigeordneten Rüdiger Koch dem Magdeburger Sport zugutekommen. Im Vorfeld hatte die Messe- und Veranstaltungsgesellschaft MVGM ein Interessenbekundungsverfahren zum Verkauf der Exklusivnamensrechte durchgeführt. Dabei hatte die GTEC AG offenbar das beste Angebot abgegeben. Die MVGM wurde auch mit dem Vertragsabschluss beauftragt. Dann ging es in fast einstündiger Diskussion um das Schlachthofquartier. Ein Thema, das die Magdeburger und vor allem die Stadtfelder seit Wochen berührt. Vor allem ProM, die IHK, die IG Innenstadt und die Stadtfelder Einzelhändler liefen Sturm gegen die geplante Bebauung des Areals mit einem sogenannten Fachmarktzentrum. Noch am Tage der Sitzung hatten die Händler in der Volksstimme eine ganzseitige Anzeige mit Artikeln und Argumenten gegen den Bebauungsplan geschaltet und gleich zu Beginn der Sitzung übergab Architekt Uwe Thal, der Stadtratsvorsitzenden Beate Wippenhorst, ein großformatiges Papier mit den Unterschriften von 47 Stadtfelder Geschäftsleuten, die gegen das Projekt sind. Da die Vorlage der Verwaltung bereits im Bauausschuss keine Mehrheit bekam, durfte man eine kontroverse Diskussion erwarten. Baubeigeordneter Dieter Scheidemann, der bei der Einbringung der Vorlage für die offene, transparente und größtenteils faire Diskussion im Vorfeld dankte, versuchte die Stadträte von den Vorteilen der geplanten Bebauung zu überzeugen. Immerhin wollte ein Weimarer Investor 13 Millionen Euro in die Hand nehmen, um auf der Brache ein großes Einkaufszentrum zu errichten. Dabei wollte er mit einem Teil des Geldes, 7,4 Millionen, 3 denkmalgeschützte Hallen zur Handels-, Gastronomie- und Kultureinrichtung ausbauen. Auch Olaf Schogalla, SPD und Vorsitzender des Bauausschusses, warb für das Projekt. Ohne den Investor würden die Hallen verfallen. Auf den Denkmalschutz bezog sich auch Klaus Kutschmann, Bund für Magdeburg. Aber die Hallen mit so einem Projekt zu retten, das dafür die Stadtfelder Händler gefährdet, sei zu kurz gedacht. Der Einzelhandel müsse sich an den Bedürfnissen der Menschen ausrichten. Dieter Scheidemann legte sich noch einmal für die Hallen ins Zeug. Nur mit dem vorgelegten Projekt seien die Denkmale zu retten, da die Städtebauförderung gekürzt wurde. Reinhard Stern, CDU, meinte, die Denkmale könnten durchaus aufgewertet werden, zum Beispiel durch eine Viehbörse. Weiterer Einzelhandel müsse nicht sein. Im Gegenteil, die Schaffung von fast 10.000 Quadratmetern neuer Handelsfläche widerspreche erstens dem Märktekonzept der Stadt und bringe zweitens unnötigen Verdrängungswettbewerb. Kaufland decke im Schlachthof alles ab. Zudem dürfte der jetzt schon problematische Verkehr auf der Liebknechtstraße noch mehr zunehmen. Wolfgang Wehne, Bündnis 90 Grüne, fand, dass es natürlich schön wäre, wenn Denkmale erhalten werden könnten, aber das neue Zentrum wäre nicht mit Kaufland vergleichbar. Kaufland würde die Denkmale nur benutzen und habe nicht neu gebaut. Das wäre jetzt völlig anders. Dazu käme die Gefährdung der Einzelhändler. Auch der Verband der Kaufleute und selbst die Wobau als Gewerbevermieter hätten sich gegen das Vorhaben ausgesprochen. Das Märktekonzept wäre sonst obsolet. Helmut Hörold, FDP, warb dagegen um Zustimmung. Nach 20 Jahren des Brachliegens sei nun endlich ein Investor da, das müsse man nutzen. Investitionen würden immer die Wirtschaft beflügeln. Jeder hätte dort schon längst Wohnungen bauen können, aber niemand fand sich. Wir sollten die Marktwirtschaft hier nicht aushebeln. Frank Theil, Linke, betonte, dass sich seine Fraktion ja eigentlich über jeden Investor freuen würde.
Er vermutete, dass der Investor vielleicht in Bezug auf das Billigsortiment durch die Stadt nicht gut beraten worden sei. Denn diese Sortimente gäbe es schon an vielen Stellen in der Stadt. Wigbert Schwenke, CDU, konstatierte, dass die Meinung in seiner Fraktion auseinanderging. Leider habe sich eben bisher kein Investor für hochwertige Wohnungsbau gefunden. Die Befürchtung der Händler teile er nicht. Horrorszenarien seien nicht belegt. Daher sei er für das Projekt. Hans-Jörg Schuster, FDP, hätte die Sorgen und Nöte der Händler zur Kenntnis genommen und könne sie zum Teil auch verstehen, wie er sagte. Aber man solle erst einmal die Projektentwicklung abwarten. Ihm scheine, hier sollen Wettbewerber ferngehalten werden. Als letzter in der Diskussion bemerkte Martin Rosen, SPD, dass man heute zwischen Denkmalschutz und Verlässlichkeit des Märktekonzeptes abwägen müsse. Wenn man den Investor jetzt anfangen ließe zu planen, stecke man später in der Klemme. Jeder könne dann Gleiches verlangen. Diese Tür sollte man erst gar nicht öffnen. Das mehrfach in der Diskussion angesprochene Märktekonzept und die große öffentliche Diskussion waren dann offenbar die wichtigsten Faktoren, die die Abstimmung beeinflussten. Die Drucksache wurde bei nur 12 Ja-Stimmen von FDP und Teilen der CDU, 28 Gegenstimmen der geschlossenen SPD, also auch von Olaf Schogalla, der eigentlich dafür war, der kompletten Linken sowie Teilen der CDU und von Bündnis 90 Grüne, sowie 7 Enthaltungen von Future und Bündnis 90 klar abgelehnt. Ein Fakt, den es bislang selten im Stadtrat gegeben hatte. Nach der Abstimmung sprachen wir mit Jürgen Kanel, Bündnis Grüne, der sich in den zurückliegenden Wochen im Rahmen des Bürgervereins Stadtfeld sehr stark gegen das Projekt engagiert hatte. Also wenn Stadtfeld irgendwas nicht braucht, dann sind es weitere Discounter. Und das, was dort angeboten war, was dort kommen sollte, waren also Discounter auf dem niedrigsten Niveau. Und die Verkaufsfläche in Magdeburg ist schon 80% höher als die in Halle. Und bei vergleichbarer Einwohnerzahl, von daher, Geld kann nur einmal ausgegeben werden. Und die Magdeburger Innenstadt und vor allen Dingen die Händler, Bürger für Stadtfeld, hat sehr viele Händler, die Mitglied sind, aber auch darüber hinaus, die in der großen Diesdorfer Straße mittelständische Geschäfte betreiben oder in Olvenstädter Straße. Die haben uns hier ganz klar unterstützt, versucht das abzulehnen und deswegen bin ich auch sehr stolz und froh, dass es uns gelungen ist. Ja, wir haben ja auch da beispielsweise auch Discounter, das sind Rewe oder Edeka Neukauf, das sind aber alles Franchise-Nehmer, die einfach auch mittelständisch sind und da haben wir eine sehr große Unterstützung gehabt. Und wir können uns es einfach nicht leisten, dass also Autoorientierung dann am Schlachthof also diese Geschäfte möglicherweise in ihrer Existenz bedroht. Und wenn das Argument ist, das ist ja nur im einstelligen Bereich, was da an Kaufkraft abfließt, dann kann das natürlich auch 9,9% sein im einstelligen Bereich. Und dann ist das vielleicht schon so viel, dass die Händler eben möglicherweise aufgeben und sagen, es lohnt sich nicht mehr für uns. Du hat ja die Verwaltung versucht, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, indem sie gesagt haben, ja, wenn ihr Investor kommt, dann werden auch die letzten dort unter Denkmalschutz stehenden Hallen gerettet. Das kommt nur erstmal nicht. Wie kann man die trotzdem retten? Naja, also, dass das Konzept geeignet gewesen wäre, diese Denkmäler wirklich zu erhalten. Weil diese Denkmäler wären in dieser Discounterkette von 8700 Quadratmeter Verkaufsfläche total eingebaut gewesen. Sie sind heute, es geht ja um zwei Gebäude eigentlich im Wesentlichen, um den Rinderetagenstall und die kleinen Viehmarkthalle, die also Solitärgebäude waren. Und wenn man die so einbaut, wie der Investor das wollte, dann ist die Frage, ob das überhaupt angemessen wäre mit der Denkmaleigenschaft. Ich denke mal, der Bebauungsplan von dem Jahr 2000, der sieht im Grunde im großen Ganzen Wohnnutzung vor, nur Teilbereiche nicht. Und wir haben 2003, oder besser gesagt die Stadträte, ich war damals noch nicht Stadtrat, beschlossen, dass Kaufland dort angesiedelt wird in Denkmäler. Das haben die auch ganz ordentlich gemacht. Und das ist aber kein Beleg dafür, dass man jetzt hier weitermacht und sagen wir mal 15% einer künftigen Verkaufsfläche dann in den Denkmälern hat und sagt, dann machen wir das hier wieder genauso. Wir haben Wohnnutzung in dem Bebauungsplan im Wesentlichen und wir haben mit Stadtfeld ein Wohngebiet, ein Stadtteil,
wo die Leute händeringend nach Einfamilienhausgrundstücken suchen. Und das ist natürlich nicht so ein Einfamilienhaus freistehend, sagen wir mal mit Krüppelwalmdach, wo man drum rumgehen kann oder sowas. Das passt natürlich nicht am Schlachthof. Aber es gibt genügend Beispiele in der Form von Reihenhäusern, Kettenhäusern, wo man auch drei- oder viergeschossig arbeitet. Ich erinnere zum Beispiel an das Projekt, das kleine Projekt in der Steinigstraße. Dort gibt es solche Häuser. Sowas kann man sich da auf dem Schlachthof vorstellen. Und das Witzige ist ja, wir haben in der Stadtentwicklungsausschuss in der Sitzung in der letzten Woche auch ein Projekt im Schlachthof beschlossen, wo eben 67 Eigentumswohnungen entstehen sollen. Und das kann ja nicht sein, dass wir dann daneben also einen offenen Stellplatz mit 270 Parkplätzen bekommen hätten. Insofern bin ich sehr glücklich, dass die drei Wochen Arbeit, die Bürger für Stadtfeld, die IG Innenstadt und auch Bündnis 90 Die Grünen hier an Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben, sich gelohnt haben. Gelohnt hatte sich offenbar auch das Treffen zwischen Stadträten und interessierten Fachleuten aus dem Bereich Social Media, über das wir bereits kurz in MH3 berichtet hatten. Das fand zumindest auch der Initiator Thorsten Mauer. Also es verlief sehr, sehr konstruktiv. Das hat mich persönlich sehr gefreut. Das hieß, es blieben alle parteipolitischen Sachen außen vor. Es ging wirklich um Fakten. Das war das, was mir auch sehr wichtig war. Wir haben eine Menge erreicht, mehr erreicht, als ich vielleicht sogar erhofft hatte. Und ich bin gespannt, wie es jetzt auch in nächster Zeit weitergehen wird. Es sind ja sogar zwei Sachen geplant. Das eine ist das Treffen mit den Beigeordneten, wo wir das Thema Social Media auch der Verwaltung ein bisschen näher bringen wollen. Da sieht es jetzt da ganz gut aus. Also die Beigeordneten haben Interesse bekundet. Wir müssen jetzt nur noch einen Termin abstimmen. Das zweite, was wir jetzt geplant haben, ist dieses Fotoblog. Da gab es jetzt auch schon die ersten Gespräche wegen der technischen Umsetzung. Das ist auch alles am Laufen. Und ich denke mal, dass wir da in den nächsten Wochen auch schon, sage ich mal, eine Beta-Phase, sage ich mal, präsentieren können, wo es dann nur noch darum geht, die Fotos entsprechend einzubinden. Du gibst ja heute auf der Tagesordnung auch noch einen Antrag der FDP, ja genau das Thema, worum es da ging, eigentlich auch behandelt. Dazu liegt eine Stellungnahme der Verwaltung vor. Hast du die gelesen und wenn ja, was sagst du dazu? Ich habe sie gelesen und ich habe darüber geschmunzelt. Ja, also wo ich denke, es ist vieles nett gemeint, aber die Umsetzung dann doch nicht wirklich optimal, was bisher gelaufen ist. Und ich hoffe mal, dass wir da auch einen Beitrag zu leisten können, dass die Verwaltung da anders die ganze Sache anfasst und dass wir auch, sage ich mal, da als Landeshauptstadt positiv nach außen hin wirken können. Die Einbeziehung der Stadträte, das ist ja eigentlich ein sehr wichtiger Punkt, die soll ja auch nach wie vor dann erfolgen, sicherlich. Ja, natürlich. Und deswegen denke ich mal, es wird auch nicht bei diesem ersten Treffen bleiben, es wird weitere Treffen geben. Wir freuen uns, wenn sich alle Fraktionen daran beteiligen, Ideen einbringen und mit uns nach Möglichkeiten suchen, gemeinsam da was für die Stadt zu bewegen. Diese Chancen sind durchaus gegeben. Der erwähnte FDP-Antrag zur Erstellung eines Web 2.0-Nutzungskonzeptes wurde schon mal einstimmig von den Räten angenommen. Erst einmal in die Ausschüsse geschickt wurde dagegen ein Antrag der Fraktion SPD Tierschutzpartei Future zu einer bürgerfreundlichen Domplatzgestaltung. Dabei geht es zum Beispiel um solche Punkte wie Wasserspiele, behindertengerechte Gestaltung, Grünstruktur, Bürgerbefragung und ähnliches. Dazu Martin Rorsen von der SPD. Wir wollen die Bürger auf jeden Fall beteiligen. Das heißt, wir haben zunächst vorgehabt, eine repräsentative Umfrage vorzusehen. Das scheitert wahrscheinlich an den hohen Kosten, die damit verbunden sind. Aber es gibt ja auch gute Ideen, die man aufnehmen kann. Zum Beispiel hatte der Oberbürgermeister, die Linken haben es mit übernommen, ohnehin eine umfassende Bürgerversammlung vorgesehen, wo dann auch die Pläne vorgestellt werden, wo man sich dann auch möglichst einbringen kann. Das ist ja ein Prozess, hier in dem Fall, der mehrere Module beinhaltet, die verschiedene Bereiche haben, beispielsweise diese, ich sage mal Springbrunnen-Geschichte, ist sicherlich falsch, nennen wir es Kaskaden, die Wasserspiele, die hier anziehend wirken sollen, die sind nicht ganz unumstritten, da muss man drüber reden. Es fehlt deutlich noch in Bereichen an Behindertenfreundlichkeit. Es kann nicht sein, dass da Außenkanten noch störend bleiben. Es ist abzustimmen, ich persönlich bin dafür, aber es ist ein längerer Prozess und da muss man eben auch auf andere Beteiligte achten. Es ist zum Beispiel darauf zu achten, dass die Medien, die da untergebracht werden sollen, so untergebracht werden, dass tatsächlich weiterhin da kulturelle Veranstaltungen stattfinden können.
wobei sich das manchmal dann auch beißen wird mit der anderweitigen Nutzung. Ich weiß, dass Kinder Pläne gezeichnet haben im Vorfeld, denn das Verfahren läuft ja schon ein bisschen länger. Auch das muss eingebracht werden. Guter Vorschlag von den Grünen übrigens. Den kann ich nur unterstützen, das werden wir auch tun. Wir haben also durchaus vor, diese Module im Einzelnen zu besprechen und uns erstmal innerhalb der SPD, aber dann auch in der Fraktion eine Meinung zu bilden. Zum Beispiel haben wir in der nächsten Ortsvereinssitzung den Oberbürgermeister eingeladen, damit er uns das Ganze überhaupt vorstellen kann. Denn wir sind ja schon, Sie sehen es an den Anträgen, unterschiedlicher Meinung hinsichtlich der Pflastergestaltung, hinsichtlich der Wasserspiele. Es gibt auch ein großes Problem mit den Bäumen, wo die Stadtverwaltung im Moment meint, es sähe schöner aus, wenn da die Bäume vom Dom wegfielen. Sehen wir etwas anders. Ich sehe es auch aus rechtlichen Gesichtspunkten äußerst schwierig an, denn es gibt in 21 Naturschutzgesetz eine Regelung, die das verbietet, einfach so die Bäume da wegzunehmen. Als ich den Antrag gelesen habe, bin ich so ein bisschen, ist mir der die Gestaltung von dem Marktplatz in Naumburg so ein bisschen sofort ins Gedächtnis gekommen. Der wurde auch sehr schön gestaltet und man hat aber die Behinderten da völlig vergessen. Man hat da schöne Wasserläufe eingebaut, aber die können da mit ihren Rollis zum Beispiel ja nicht drüber. Also solche Sachen müsste man beachten. Also ich finde sonst die Ideen, die da alles gibt, nicht schlecht. Und auch die Vorschläge der Linken hier mit dem Wettbewerb und so, da könnt ihr sicherlich mitgehen. Da können wir sicher mitgehen. Bezüglich der Windenfreundlichkeit habe ich natürlich bei den Wasserspielen auch nachgefragt, weil es immer diese Kanten gibt, über die dann Leute stolpern. Das ist berücksichtigt. Es wird also eine sanfte Neigung geben. Ich habe eher Sorgen in der technischen Ausführung. Erstmal stören die Dinger häufig, sie verstopfen meistens, sie sind sehr teuer im Unterhalt. Und ich habe auch so ein Problem damit, wenn wir auf der einen Seite kein Geld für Wasserspiele und Springbrunnen in der Stadt haben, aber da gibt es dann eine Bank, die irgendwas sponsert und sagt, da soll es aber sprudeln. Das geht nicht, es muss für alle passen. Damit es passt, soll noch vor dem 23. Juni eine Bürgerveranstaltung zur Domplatzgestaltung stattfinden, wie Dieter Scheidemann bekannt gab. Am 23.06. soll die Diskussion dann im Rat fortgesetzt werden. Ein weiterer Antrag befasste sich mit der nach Ansicht der Linken mangelhaften Kundenkommunikation der Magdeburger Verkehrsbetriebe. Wo es da am Argen liegen soll, erläuterte uns Oliver Müller. Eigentlich braucht man nur täglich die Volksstimme neu aufzuschlagen, um da Anhaltspunkte finden zu können. Und das ist auch etwas, was wir als Fraktion schon seit langer Zeit eigentlich mit Sorge sehen. Ich bin ja selbst, wie mein Fraktionskollege Frank Theiler, ja auch Mitglied im Aufsichtsrat seit einiger Zeit in der MVB und bin ja eigentlich ganz gut informiert, was die einzelnen Maßnahmen und Entwicklungen und Ziele in den Magdeburger Verkehrsbetrieben ja auch anbelangt. Aber dennoch bin ich also umso mehr enttäuscht, wenn ich sehe, dass bei all den vielen guten Maßnahmen, die die Verkehrsbetriebe ja auch machen, ich meine, immerhin funktioniert ja der ÖPNV täglich ganz ordentlich und auch im Winter hat ja die MVB bewiesen, dass sie das wirklich leisten kann. Umso mehr ärgert es mich wirklich, wenn man also negative Pressemitteilungen beinahe täglich in den Zeitungen, in den Medien lesen kann. Und da waren wir schon längere Zeit der Meinung, da muss man etwas gegen tun. Da muss man auch als Unternehmen sich anders aufstellen, anders damit umgehen und natürlich vor allem den Gründen dieser Anlässe nachgehen. Schließlich ist ja die MVB im Auftrage ihrer Kundinnen und Kunden, also der Bürger der Landeshauptstadt Magdeburg unterwegs und nicht zum Selbstzweck. Und da finde ich es ein bisschen schade, dass wir nach wie vor scheinbar auf Granit beißen, dort bei der Geschäftsführung, die aus meiner Sicht keine Notwendigkeit dazu bislang erkennen ließ, also dieses Problem mal anzugehen. Beispiel, was jetzt zum Schluss nochmal uns dazu geführt hat, tatsächlich diesen Antrag zu stellen, ist halt die aktuelle Situation gewesen mit dem ausländischen Ehepaar, das sich an der Uniklinik bei Professor Gollnick vorstellen musste. Also ein leider klassisches Beispiel, kann man schon sagen, für schlechten Kundenservice der MVB. Vielleicht muss man wirklich mal die Frage überdenken, wie dort die Fahrscheinkontrollen durchgeführt werden müssen. Also wenn wir wirklich als tolerante, weltoffene Universitätsstadt inmitten Europas, die wir ja sind und auch sein wollen, immer wieder wahrgenommen werden wollen, kann es so nicht weitergehen. Da muss ich aber deutlich was tun bei der MVB. Es ist ja meistens so, dass alle die zufrieden sind, sich natürlich nicht in der Presse äußern, sondern dass das natürlich, aber wie ihr schon sagt, einer Einzelner, der alles schlecht macht, dann müssen tausend andere wieder das versuchen rauszureißen. Was kann man da als Maßnahme, was schwebt euch da vor? Ja, zumindest erstmal ehrlich drüber reden. Ich meine, ich will damit nicht sagen, dass das in der MVB nicht gemacht wird. Also die Geschäftsführung dort und auch im Aufsichtsrat, wir machen uns da schon Gedanken, wie wir den Dingen wirklich Herr werden können. Aber eins ist Fakt und dem müssen wir uns einfach stellen. Die negative Presse über das Unternehmen, die reißt nicht ab. Und das muss einen Grund haben, das muss eine Ursache haben. In der Zwischenzeit sind wir ja dazu übergegangen, dass wir uns so regelmäßig von der MVB mal berichten lassen. Was wird denn marketingmäßig gemacht? Wie wird denn informiert? Wie geht man denn da vor? Da kann man dem Unternehmen durchaus bescheinigen. Die arbeiten da, die machen auch, die geben sich Mühe. Trotzdem kriegt man das Image nicht los. Und da müssen wir uns schon überlegen, auch in den Aufsichtsgremien, wie gehen wir damit um. Ja. Ja, die Kontrolleur, muss man ja sagen, ist ja eine externe Firma, die dort kontrolliert. Hat man nicht bei jedem Einzelnen ständig noch einen zweiten, der aufpasst, dazustellen? Wie kann man der Sache Herr werden? Ja,
Das ist natürlich richtig, aber dennoch gibt es klare Leistungsbeschreibungen, davon gehe ich aus. Die Firma bekommt ja auch Geld dafür, dass sie im Einsatz ist, und da muss man natürlich das abklären, wie das läuft. Also da sehe ich die MVB nach wie vor in der Pflicht. Sie kann sich da nicht von distanzieren, denn letztendlich sind ja die Kontrolleure, die ja auch wichtig sind, die sicherlich auch nicht alle schlechte Arbeit machen, das will ich ja nicht gesagt haben. Ja, aber es ist ja auch ein schwieriges Feld. Ich meine, wer erwischt wird, wenn er schwarz fährt, der ist sicherlich auch nicht gerade ein Freund der Freude dann. Aber hier gilt es scheinbar wirklich, Nachbesserungsbedarf zu haben und auch an mancher Stelle einfach mal Kulanz zu zeigen. Uns geht es nicht nur um diesen einen Fall und die Frage der Kontrolleure. Der eine Beispiel war ja, wie gehen wir mit unseren älteren Mitmenschen um? Also der Fall des Rentners, der einen fehlerhaften Fahrschein gekauft hat. Da war ja noch eine Anfrage der FDP, die hat und schon Rede und Antwort gestanden. Das hat auch im Seniorenbeirat und in der AG Mensch mit Behinderung eine Rolle gespielt. Das hat auch, so viel darf ich vielleicht sagen, im Aufsichtsrat eine Rolle gespielt, aber eben immer nur indirekt. Also die Konsequenzen, die davon gezogen werden, die Lehren für die Zukunft, kann ich leider im ausreichenden Maße noch nicht erkennen. Da wird viel mehr versucht, was ich schade finde, wenn ich so sagen darf, gegen eigene Aufsichtsratsmitglieder zu schießen. Ja, da werden also Mitteilungen plötzlich losgeschickt, wo es dann heißt, also die werden nicht autorisiert, das hätte nicht so gestimmt. Dabei waren Mitarbeiter des Unternehmens bei uns in der Fraktion. Also da muss man dann schon mal genau sehen, wer was wo sagt. Also anstatt sich sozusagen klein selbst die Augen auszuhacken, sollte man sich tatsächlich mal den Fragen der Bürger und deren Probleme stellen. Und dann sieht man vielleicht auch für die Zukunft weiter. Letzte Frage, stand ja gerade erst im letzten Leserbrief, dass es für die Kontrolleure eine Kopfprämie gibt, für jeden Erwischten. Ist dem so? Also zumindest ist im Aufsichtsrat dazu, ich darf ohnehin nicht aus dem Aufsichtsrat reden, nichts gesagt worden. Ich kann mir das wohl schlecht vorstellen. Also muss ich mal sagen, das wäre natürlich eine Sache, da müsste man mehr ernsthaft drüber reden. Das würde vielleicht einiges erklären. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Wir werden darüber reden, denke ich mal. Und werden auch gucken, wie man damit umgehen. Einen Hinweis müssen wir geben. Vielleicht muss man auch mal gucken, wie das Taktsystem, das Fahrsystem, die personelle Ausstattung, vielleicht sind die Fahrer auch unter Spannung, dann fahren sie eben weg. Wenn jemand vom Bus in die Straßenbahn wechselt und sieht die Straßenbahner wegfahren, das ist natürlich wahnsinnig populär in Anführungsstrichen bei den Leuten. Das wird uns aber ständig zugetragen, solche Geschichten. Oder dann steigt Oma Schulze in Anführungsstrichen in die Straßenbahn ein und weil der Fahrer unter Druck steht, wird dann richtig angefahren. Die arme Dame marschiert durch den ganzen Waggon durch und solche Geschichten. Das muss ja alles, das muss ja irgendwo Ursachen haben. Was wir nicht möchten, das muss man eindeutig sagen, wir möchten hier keinen Kessel treiben, mit oder für oder gegen die MVB richten. Aber wir wollen, und das ist eigentlich auch unser Anliegen mit dem Antrag, und offensichtlich berührt das ja auch andere Fraktionen im Stadtrat genauso. Denn es gibt ja, Sie haben es vor uns angesprochen, es gibt ja schon eine weitere Frage aus einer anderen Fraktion dazu. Irgendetwas haut hier nicht hin. Und unser Ziel ist es einfach, das zu thematisieren, auf eine sachliche Art und Weise, um mit dem Unternehmen, im Aufsichtsrat die Dinge mal zu erörtern, zu besprechen und mal zu schauen, wir haben jetzt auch noch keine Lösung, mal zu schauen, was können wir denn tun, um hier wirklich dieses Image weiter voranzubringen. Also mal alle an den Tisch setzen erstmal. Ja, so sehen, so Fakt, Fakt ist doch, die MVB existiert nicht losgelöst von der Landeshauptstadt Magdeburg. Es gibt einen Betrauungsvertrag und an den hält sich ja die MVB auch, aber die hört eben aus unserer Sicht nicht allein dabei auf, dass Menschen also einen Fahrpreis bezahlt haben und dann von A nach B kommen. Das ist sicherlich das Wichtigste, aber dazu gehört auch ein Service. Ja, und dazu gehört beispielsweise auch die Frage der Kontrolle. Da kann ich nicht die Leute wahllos anpöbeln. Harte Worte von der Linken, die aber bei den anderen Fraktionen auf heftige Ablehnung trafen. Reinhard Stern, CDU, verwies auf über 60 Millionen MVB-Kunden pro Jahr bei wenigen Kritiken. Martin Rorsen und Sven Nordmann, SPD, warfen der Linken vor, die MVB in Verruf zu bringen. Diese Probleme sollten im Aufsichtsrat der MVB geklärt werden. Dort war Oliver Müller mit einem ähnlichen Antrag allerdings auch gescheitert. Nach Hinweisen von Sören Herbst, Bündnis 90 Grüne, der die Probleme allerdings nicht öffentlich machen wollte, versprach Dieter Scheidemann, dies im Aufsichtsrat nochmals zu thematisieren und den Stadträten anschließend zu berichten. Sven Haller, FDP, warf Oliver Müller vor, mit solchen populistischen Anträgen im Rat nur präsent sein zu wollen. Hatte allerdings in der Fragestunde auch ein Problem parat, nämlich zur Behindertenfreundlichkeit der MVB. In den Sitzungen der AG Menschen mit Behinderung, wie auch in verschiedenen Presseveröffentlichungen, sei deutlich geworden, dass es offenbar im Bereich der Sensibilisierung von MVB-Mitarbeitern nach wie vor erheblichen Nachholbedarf gebe. Was gibt es denn zu bemängeln? Naja, also zu bemängeln auf der einen Seite ein bisschen, dass wir feststellen müssen, dass leider nicht jeder Fahrer so sensibilisiert ist, dass er bei Menschen mit Behinderungen darauf achtet, dass die gut rein und wieder rauskommen. Wir müssen aber sagen, dass die MVB da schon eine Menge gemacht hat. Und diese Bemühungen müssen wir einfach fortsetzen und weiter verstärken. Und ich denke, dass wir dann auch im Sinne der Behinderten auch eine Menge geleistet haben, dass sie den öffentlichen Personennahverkehr wesentlich einfacher und barrierefreier nutzen können.
Also viel Kritik habt ihr sozusagen nicht zu äußern, aber was speziell eigentlich? Ja, es geht darum, dass das Ein- und Aussteigen, dass die Fahrer tatsächlich das bemerken. Es geht darum, dass auch diese Kurzstreckentickets nicht nur im Bus und Bahn gezogen werden können, sondern auch außerhalb, weil gerade wenn eine Straßenbahn voll ist, wenn ein Bus voll ist, dann fällt es jemandem, der eine Behinderung hat, durchaus schwer, sich da durchzutasten oder durchzuarbeiten. Das geht ja in den Bussen manchmal schon mir so, wenn man sich nicht festhält und der fährt los. Machen wir uns vor, das geht auch mir so, wenn man mit der Einkaufstüten beladen ist und der Bus fährt los, das ist natürlich immer nicht einfach. Das wäre es günstiger, wenn natürlich auch diese Kurzstreckentickets insbesondere auch an diesen Automaten außerhalb Bus und Bahn zur Verfügung stehen würden. Eine Lösung dieses Problems würde sicherlich von vielen begrüßt werden. Ebenso das der Erreichbarkeit des Tierheims. Dazu hatte Lothar Tietke von der Tierschutzpartei eine Frage an die Verwaltung. Worum geht es konkret? Es geht um Folgendes. Es gibt Bürger, die sich beschweren, dass praktisch das Tierheim nicht zu erreichen ist in dem Moment. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die Mitarbeiter oder die Leitung, zum Beispiel Herr Reichert oder Frau Dietrich, nichts machen, sondern die sind beschäftigt. Telefonische Erreichbarkeit. Ja, telefonische Erreichbarkeit. Und aus dem Grunde wäre es die Frage, dass man einen Anrufbeantworter praktisch installiert, dass man sagt, in dem Moment kann man ja drauf sprechen und dann wäre auch das Tierheim dann in der Lage zurückzurufen. Ne? So. Der zweite Punkt, da jetzt vielleicht jetzt ein bisschen um die Hundeplätze. Angeblich sind Plätze frei, aber es werden trotzdem irgendwie nicht alle Hunde aufgenommen. Wo liegt denn da sozusagen der Zwiespalt? Ja, der Zwiespalt liegt darin, das Tierheim kann ja 55 Hunde als Beispiel aufnehmen. Derzeitig sind 40 Hunde im Tierheim, aber es gibt sogenannte Kampfhunde, in Anführungsstrichen jetzt, die also einzeln gehalten werden müssen und nicht in zwei oder drei zusammen. Das heißt also, da kommt dann ein bisschen das Tierheim in Platznot. Ne? Und das ist jetzt das Problem. Im Augenblick sind also, wenn jetzt keine besonderen Maßnahmen wie damals Kampfhunde und so viel Tiere da aufgelistet waren, wenn sowas nicht wieder passiert, reguliert sich das irgendwann und dann reicht auch die Kapazität des Tierheimes aus. Gut, das heißt also, ihr wartet denn, was die Verwaltung zu euren Fragen sagt und dann sehen wir weiter. Genau, ich habe ja noch eine weitere Frage, das war ja die erste bezüglich der Kapazitätsauslastung, dass man mal sagt, wie schnell schlagen sich die Hunde um, das heißt, wie lange sind sie im Tierheim, dass man mal alles analysiert. Und vor einigen Tagen war ich bei Herrn Reichert. Wir haben mal abgesprochen, dass wir mal einen Versuch starten, dass wir an drei Zwingern mal ein Plakat machen und schreiben mal auf, ich heiße sowieso. Also einen kleinen Steckbrief sozusagen. Einen kleinen Steckbrief, ich heiße sowieso, bin circa so alt, vertrage mich mit Katzen oder nicht mit Katzen, oder wie auch immer, oder mit Kindern, bin kinderfreundlich. Das heißt also, wir wollen das mal versuchen. Wir haben einen ganz kleinen Hund, einen mittleren Hund und einen großen Hund mal genommen, um mal zu sehen, wie sich das auswirkt. Wäre mal eine gute Idee, ja. Ja, das wäre eine gute Idee und wahrscheinlich wird es sich auch auswirken. Also warten wir mal ab, was aus der Idee in den nächsten Wochen wird. Bei der nächsten Stadtratssitzung, die planmäßig am 23. Juni stattfindet, werden wir vielleicht schon etwas schlauer sein.